Willkommen zurück zu einer weiteren düsteren Folge Hellblade 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte finstere Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, um das Ganze zu supporten. Natürlich bewerten und kommentieren hilft dem Kanal, hilft mir, motiviert enorm. How to kill a giant. You know what that means, do you, Senua? No more sacrifice. Wie man einen Riesen tötet. Once again she's leaving the sun, leaving the world. Plunging into the unknown places which no light touches. She has always been afraid of the dark. A deep, still silence that blinds her eyes till she thinks she will never see again. But there is a thread this time. It connects her to the ones above. She has promises to keep. She will not let them down. Tja, willkommen in der Hölle, huh? Where are we going, Senua? I have a bad feeling about this. I don't like this. Es ist echt wie der 13. Krieger. The hidden folk. What is this place? Just a cave. She knows what she's doing. It's a trick. Trust yourself, Emma. Guck mal, sogar hier war wieder ein Gesicht. Die Gesichterparanoia schlägt wieder voll zu, kickt böse rein. In a land to the east, they know that when a traveler finds themselves lost, it is the fault of the Vadadaj, who wait at the crossroads to trick souls passing by. The only remedy is to let your horse lead you home, because beasts have no souls. But if you have no horse, your soul is lost forever. Moment, Pferde haben keine Seele? Ich weiß ja nicht. Also ich bin davon überzeugt, wenn es die Seele gibt, dann auch bei Tieren. Klar, hundertprozentig. Warum nicht? Ist genauso dämlich, wie dann Leute behaupten, nur Tiere, die fühlen keine Emotionen. Ja, sicher. Mhm. Und Fische empfinden auch keinen Schmerz, haben Wissenschaftler, also Pseudowissenschaftler, festgestellt. Still nothing special. It was a trick. Fische haben keine Gefühle, keine Nerven. Eigentlich Klotz Nahrung, die immer mehr zu Plastik wird. Eigentlich ein Klotz Plastik ist so ein Fisch. Mehr ist es eigentlich nicht. Everything you have done has brought you here. To nothing. Nowhere. Maybe your father was right. Maybe you are nothing. Maybe you will die here. Just like the others. No one will remember you. You will be nothing. Okay, da war nochmal eine Story, aber die kann ich nicht anfokussieren. Irgendwelche Waffen. Eins fehlt schon wieder. Speak of how Grettir, now an outlaw, took rest on the island of Haramsoy with a man called Audun. Grettir saw a great yellow glow like a fire rising from the ground. Audun told him it was coming from the burial mound of Kar the Old, who ever since he died had haunted the island, and warned him to stay away. Okay, wo habe ich schon wieder eins übersehen? Das Spiel ist eigentlich relativ straight, ne? Geradlinig designt. Trotzdem übersieht man hier ganz schnell Dinge. Aber leider ist das Spiel auch so designt, dass es ganz viele Points of No Return gibt. Und du das halt einfach nicht mehr holen kannst.
color is beautiful. It has something to show you. Something here to find. Find it. Trust yourself. Okay, wir haben jetzt erstmal hier so ein Leuchtfeuer anzünden müssen. They failed the test. What were they looking for? Will you fail, Sandwa? More rock, more darkness. Ich glaube, in so einer engen Höhle bekommst du auch richtig die Panik. Also ich bin jetzt keiner, der Probleme hat mit engen Räumen, aber ich glaube, es ist schon unangenehm. There's a light shining. Oh, yes. Light in your way. She was lost, but now they are here. The hidden folk are still here. Okay, ich bin jetzt hier durch und hier ist gar nichts. Light there. There, follow it. Beautiful. Entrancing. What does it mean? Must mean something. Something to be done here. There is something to be done. To do. Find out. Yes, she found a way. Sometimes things hide in the darkness. Sometimes they hide in the light. Ah, hier ist das Gesicht. Ich dachte eben gerade, hier war ja dieser Regenbogenschimmer. Dass sie irgendwas freigelegt haben. In this place, they know that sometimes the hidden folk will take their children and leave another in their place. These children may look the same as their own, but will be dazed and far away or ill-tempered. And you know then you have a changeling in your house. Das ist auch so was Krasses, ein Wechselbalg. Irgendwie haben die Leute ja daran geglaubt, ne? Das ist nicht mein Kind. War das dann auch eine Art Psychose, die Leute da durchlaufen haben? Und man hat es halt mit Aberglaube gerechtfertigt? Das Wechselbalg. Follow the light. Don't stop now. Sind das Knochen? Nee. Ah. And yet more darkness. More rock. Pure Finsternis. Wenn die Fackel ausgeht, bist du hier unten echt verloren. Oh. Deeper and deeper into the earth we go. This could still be a trick. It could still be a trick. You could be lost here forever. Stimmt, es könnte eine Falle sein, aber nur wer wagt, gewinnt. No, Sanwa, no. We don't know what's down there. Boah, da runter jumpen. Around. Wait, listen. What was that? Voices. Is it them? Are they telling us? What are they telling us to do? There's only one way to find out. Whoa. Water, water everywhere. This must be a special place. Oh, Senua, you have to get out of here. You could still die. Das war ein Gesicht? Okay, das hätte ich easy übersehen. Das war jetzt reiner Zufall. Ich habe nicht mal das Gesicht erkannt. In this land, when people cannot raise their children, they will leave them in a sacred place for the hidden folk to take and care for. Sometimes these children come back, but it is said that they are changed with a wildness in their eyes.
and their parents do not want them. Also nehmen die quasi auf. Verstoßenen. Das Hidden Folk. There is something here. You can feel it. Can't see it, but can feel it. Feels wrong. The dead. Suffering. Was it? Yes, light, look. Left alone in the darkness. Light like before. Go under. Put the torch down. Something was in the water. What was it? Did you feel it? It felt like... something dark. How much longer can we survive down here? I can't. Da waren jede Menge... Leichen. Did you feel that? Something... Something. Moving or not moving. I don't know. Something is here. Something is not right. Boah, du musst aus der Brühe raus, aber ganz schnell. Ich glaube, hier ist erstmal wieder das nächste Rätsel, ne? Hier kannst du nämlich nicht durch. Als uns deine Fackel ausgeht. Und hier kannst du eine neue Fackel holen. Ich verstehe. Also hier kannst du das Stöckchen wieder anzünden. Obwohl, wenn das Ding erstmal nass ist, kannst du nicht einfach so wieder anzünden, oder? There is a path to find, Senua. Where is it? Always the most difficult way to go. You have to find it, Senua. There must be something else to find. Through there. Okay, jetzt habe ich hier eine Brücke. Hier habe ich einen Weg zurück. A path, yes. Look at the rocks, that's right. Jetzt komme ich hier nach oben, aber auf der anderen Seite fließt ja auch noch das Wasser. Jetzt zünde ich das an. Machst das Stöckchen wieder nass? You have to trust it. This is a different kind of light. What else can you do but trust it? She doesn't have a choice. Geh da unten durch und zünde das dann auf der anderen Seite irgendwie wieder an. Sometimes she needs the light, but sometimes she needs the darkness. Tja, ohne Dunkelheit kein Licht. Someone walking. You are not alone, Senua. Should you follow them? They could be dangerous. She knows what she has to do. Sah wohl aus wie mein Vorgänger. The water. There was something in the water. I can feel it. You will feel them. Something dark calls to. What is it? Speaking to you. War doch wieder mein Daddy. What does it want from us? It knows we are here. How can we prove ourselves? It can feel us. She has to prove herself. You must. Was für merkwürdiges Gestein, ne? Into the darkness, endless, endless darkness. There is more to find, more to see. More rock, deeper in we go. Keep. The hidden folk. They made this. They want you to get lost. They take you away. And when you return... Years have passed. Will that happen to us? No. The Skalds say Grettir wanted the sword that was buried in Kar's How and would not be deterred from seeking it. He broke the mound open and started digging until he reached the timber props. By this time, it was night. Audun warned him again not to continue. But Grettir threw down a rope
and went inside the mound. No light penetrated it, and it reeked of death. But he persisted in exploring. Ich habe keine Ahnung, wie es in so einer Höhle riecht. Modrig wahrscheinlich, ne? Aber unbedingt nach Tod? Immerhin lebt ja hier unten nicht sonderlich viel anscheinend. Wir haben bis jetzt keine Insekten oder sonstiges gesehen. Aber Leben ist überall. A shadow. Shadow. Should you follow them? I don't know. It disappears. And leaves her in the dark. The darkness reveals. This place is playing tricks on us. I don't like it. They are waiting. They are here. They are lurking. Gesicht? Nein. Okay, ich muss wohl in die Suppe hinein. Boah, du kannst nicht sagen, wie tief das ist, ne? Remember the darkness and the water. They know what you're scared. They can hear us. They can hear you thinking. They can hear what we fear. Quiet now. Genau, jetzt machen wir hier eine Ansage. Schnauze, Mädels. The hidden folk are toying with you now. There's a reason for this. Playing with you. They're testing me. Can feel that something is wrong. Can we turn back? Is it too late to turn back? The hidden folk have grown malicious. What's that noise? Something growing, something coming. I can feel it. Something is wrong. Yes, it's opening up. There is darkness in there. The heart of the darkness. Your fear is in that water. She has to get in. You have to face it. The light, it keeps them away. Unnatürliches Wasser, ne? Doesn't feel right here. Ist hier irgendwo noch ein Gesicht? Die einzige Sorge. Ich brauche ein Gesicht und eine Geschichte von einem Bäumchen. Alles die Gefallenen, alles Männer, die ich ermordet habe. Yes, light, she needs it. I can see again. She has something to keep them at bay. Something. For now. Die gefallenen Seelen, all meine Opfer. This pool of horror. They will take you. They will try to drag you down. Don't let them. No, Senua, you can do it. They will always hunt her. The ones she did not save. Clasping her desperately, iron bands around her, dragging her down with them, imploring eyes and outstretched hands, until they fall away into darkness, only to rise again. Ein Meer aus Schuldgefühlen. Tja, da ist die Fackel wieder weg. Taking your light again. Don't let the torch go out.
arbeite dran. Ja, viele sagen ja, die Stimmen wären schrecklich. Dass sie nerven würden und so. Ich finde das gar nicht, weil wie willst du das anders darstellen? Up there. How will she get up there? Und ganz ehrlich, ich glaube, so sieht es auch in den meisten Köpfen aus. Ich meine, wann hält denn mal das Gehirn die Klappe? So, wo man sagen kann, ja, jetzt habe ich Stille im Kopf. Du hast nie Stille im Kopf. Vielleicht wenn du das Talent hast zu meditieren und wirklich da oben abschalten kannst. Aber das ist, meditieren ist verdammt schwer. Is there enough? Also bei mir ist immer irgendwie denken. Everything you regret, your shame, your pain. Turn your face to them and open your eyes. You can only hide for so long and then you must take the plunge. Hier ist eine Fackel. Oben ist auch eine Fackel. Ist ja wieder durchs Wasser, ne? Warum habe ich das da oben jetzt entzündet? Ah, ich muss hier wieder durchs Wasser. Und ich habe keine Ahnung, wo ich dann eine Lichtquelle herbekommen soll. Oder muss ich mich einfach im Kreis des Lichtes aufhalten? Ah, hier ist ja so ein Schein rundherum. Das geht's nicht. Ich probiere es. Entweder ich bin tot. There is a path, yes. Follow it. A path of light. Path of light. You want to go there. Schnell hier rüber. Da. Ah. Okay, das funktioniert. Weißt du, in jedem Indie-Horrorspiel ist es irgendwie Atmosphäre und Geniestreich. Bei einem größeren Studio gleich Schmutz! Schmutz! Ist nicht wie God of War. The time is now. There is no other way. Put your head under water and take a deep breath. Habe ich Licht? Noch komme ich hier raus? Alter, das Blutgurgeln. Oh nein, da vorne wartet wieder Finsternis auf mich. Only way. She has to go through it. Go through it. Hands don't drown. Grab him. It's okay. Can you feel it crawling in your bones? We are done with this now. We are done with this. Ask them, when is it enough? Wann ist es genug, ha? Na gut, Leute, der endlose Albtraum geht in der nächsten Folge weiter. Bin gespannt, was das Hidden Folk uns offenbaren wird. Bewerten, kommentieren, beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Auf Wiedersehen und tschüss!